ciao, ciao. So, jetzt endlich hier. Jetzt geht's richtig rund. Klaus sagt, wo ist Johanna? Ja, diese Frage haben wir uns eben gestellt. Wir sind eine Dreier-WG und sehen euren Kanal Telemedial jeden Abend. Vor allem Johanna mit ihrem leuchtenden, ja quasi pure Hoffnung transportierenden Augen fehlt uns gerade heute. Wir haben momentan eine stressige Zeit. Aber sie schafft es immer wieder, uns Abend für Abend runterzubringen und sorgt für Freuden verspottend. Hör was? Auch wenn wir momentan noch. Aber wir haben momentan eine stressige Zeit. Aber sie schafft es immer wieder, uns Abend für Abend runterzubringen. Ach, vom Stress runterzubringen. Jetzt. Und sorgt dafür, dass wir einen klaren Kopf behalten. Auch wenn wir momentan noch von unseren Freunden verspottet werden, wissen wir, dass wir uns durchsetzen werden. Seid bitte bei uns. Vor allem Johanna, wir glauben an dich und die gesamte Bewegung. Mehr Johanna jetzt. Free Johanna. Mit freundlichen Grüßen, Klaus. Ich vermisse Johanna auch schon. Wie geht's zur Blockade? Ja. Sollen wir ihren Namen geben, dass sie sich nicht so alleine fühlt? Ja. Na, welchen Namen würdest du ihr geben? Spontan? Was kommt, welcher Name? Angst vor Durchbruch. Herz. Also ich empfehle dir als Channel für Metatron eher schwerpunktmäßig nur weiß zu tragen und nichts Schwarzes. Empfehle ich. Schwarz nehmen die Richter, damit man so die Aura nicht sehen kann. Und schwarz. Ich würde mit der Farbe arbeiten. Ich trage selten schwarz, und an den Tagen schwarz trage ich, wenn ich wirklich wie an Karfreitag auch bereit bin, eine ruhigere, gesetztere Stimmung zu nehmen. Aber gerade in Thailand, in den Meditationszentrums, sind wir alle in weiß. Und in weiß fühlt man sich freier, leichter, reiner. Und diese Schwingungsfrequenz der Farbe schwarz ist sehr schwer. Lieber Thomas, ich schaue Kanal Telemedial schon seit Anfang an und ich muss sagen, ich mache immer wieder meinen Energieausgleich. Ich finde es einfach klasse, was ihr macht. Um es genau zu nehmen, gebe ich meistens etwas mehr als nur der Energieausgleich. Ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass viele Leute anrufen und dich beschimpfen. Ich finde auch, jeder, der anruft oder so, ihr solltet wirklich mal, jeder, der proaktiv diesen Sender nutzt oder mal anruft, sollte diese 15 Euro... Na, wir könnten auch mit den Wirten irgendwie, die könnten ja immer einen Sammelschein ausfüllen am Abend und die kriegen dann Mengenrabatt. Ne? Ich finde, für dieses Kollektiv-Zusammensein senken wir die Telemedialkosten auf 1 Euro runter. Ich wollte erst 5 sagen, nee. 1 Euro Mindestwert, Mindestselbstwert für alle, die in Zukunft mit Kanal Telemedial tanzen und Trommel und Kanal gucken. Kanal Telemedial, ihr Wirte, Sammelcheck täglich bitte abgeben, dass die Knete auch bei uns ankommt. Wir brauchen sie dringend. Nicht diese große Monatsrechnung, ihr wisst, die sollen gleich abends zahlen. Kannst einfach auf dem Deckel Telemedial-Euro, ne? Vom DIP.
oder auf der Dip obendrauf. Lasst euch was einfallen, macht Vorschläge. Ich finde die telemediale Idee für mich als Wirt aus der Wirtsfamilie muss sein, dort ist mein Ursprung, dort ist meine Quelle. Dort habe ich gelernt, Bedürfnisse von Menschen zu ergründen. Deswegen weiß ich, was euch fehlt. Ja, hey, riesige Idee. Viel Verstärkung, Kreativität und das soll Regelmäßigkeit und regelmäßige Umsetzung. Gerade im Sommer, im August ist ein Highlight. Ne? Und genau dort sollten wir, wie beim Fußball, ich liebe Fußball und ich liebe Franz Beckenbauer. Ne? Er war immer mein Vorbild. Der konnte, kann auch immer sagen, was er will. Es ist immer richtig. Ja, hat mir das hart erarbeitet, bis ich ihm ähnlich wurde. Ja, lieber Thomas, also nur in der Hinsicht. Ne? Nur in der Hinsicht. Ich kann natürlich nicht so gut Fußball spielen wie er. Lieber Thomas, ich schaue Kanal Telemedial schon seit Anfang an. Und ich muss sagen, ich mache immer meinen Energieausgleich. Ich finde es einfach klasse, was ihr da macht. Um es genau zu nehmen, gebe ich meistens etwas mehr. Habe ich das schon gelesen? Ich finde es einfach bodenlose Frage. Habe ich das schon gelesen? Sagt es doch gleich. Also, für mich bist du einfach perfekt. Da ich einen guten Lebensstandard habe, werde ich mich des Öfteren mit finanziellen Mitteln bei euch beteiligen. Bitte grüße, lieber Thomas, die anderen telemedialen Freunde am Orange Table und ein ganz großes Lob an dich und an dein Team. Das Team wird gelobt, die strengen sich richtig an, die Ostereier werden dicker. Also, liebe Grüße an Herr Mia und an den Klaus. Auch, ja, ihr seid schon akzeptiert und aufgenommen. Und hiermit kommt Farbe ins Spiel. Apropos Farbe. Hey, ich. Ariane, ich habe nur noch ein E-Mail. Ja, hier noch zwei Lobe. Ein Lob. Hier noch. Ach, gibt's schon wieder, okay. Heimlich Zuschauer und Lob und Kritik. Mhm. Später. Erstes kurze Lob. Hallo Thomas, letzte Nacht hatte ich einen Traum. In diesem hatte ich die Eingebung, den Kanal Telemedial, die Eingebung der Kanalnummer 010 meines Fernsehgerätes einzuschalten. Ah, auf 010. Letzte Nacht hatte ich einen Traum, in diesem hatte ich die Eingebung, den Kanalnummer 010 meines Fernsehgerätes einzuschalten. Aus reinem Interesse tat ich dies. Seitdem ich dort euren Sender gefunden habe, bin ich innerlich berührt. Menschen, die noch so frei und ungezwungen über die entscheidenden Dinge des Lebens reden können, sind ein Geschenk für mich. Die übertragenen Energien geben mir einen fast unglaublichen Auftrieb und Kraft. Ihr habt mich in meinen Problemen ein riesiges Stück vorwärts gebracht. Vielen Dank für die innerliche Berührung. Liebe Grüße, Matthäus. Ja, Matthäus, so muss das sein. Dann weiß ich, mein Ziel erreicht. So, ah, hier. Ich habe ja hier ein tolles E-Mail von einem Heimlichgucker und Zuschauer und Kritik. Der muss warten, weil hier kommt ein E-Mail nach meinem Fasson. Na? Groß. Hallo Thomas, super eure Sendung. Heute wieder, ich schaue ja schon gar nichts anderes mehr. Das Auge gefällt mir auch sehr gut. Ja, schön. Das mit dem Dreieck, ja. Mhm. Viele liebe Grüße von Hartmut, auch an die Goa-Lud bei euch. Goa-Lud. An die, was ist denn das? Goa-Lud. Lest selber. Goa-Lud. Bei euch. Wisst ihr? Goa-Lud. Was ist das? Ult. Aha. Mhm. Ah, okay. Außerirdische sind das. Naja. Sternentor.
Fragen, Trommeln, Fragen, Fragen, Fragen. Mittwoch-Logo. Okay, ich nehme wieder einen Heimlichschauer. Habt ihr noch zu trinken? Ich hab da. Schenkt ein, Brüder. Was ich noch sagen muss? Ja. Telemedial ist eigentlich der einzigste Sender, wenn man Familie hat und Kinder, wo man beruhigt einschlafen kann, wo selbst schon die Kinder wach werden, ruhig gucken können. Ja. Es gibt viele Sender, nur mischt nachts. Ja. Da kann man, wenn ein Kind, mir ist das selber schon passiert, eingeschlafen. Dann kommen meine 0190-Nummern in der Nacht. Nicht nur das, schlimmere Sache noch. Das muss ich sagen, da kann man beruhigt einschlafen. Man kriegt sogar noch unterbewusst was mit, also für Familien geeignet. Also ich muss das ja nochmal hiermit sagen, ne? Weil der letzten jemand gesagt hat, die anderen Sender, das ist schlimm, ne? Was da nachts kommt mit diesen nackten Frauen und so. Ne? Mhm. Ich habe den Erotik-Clip erfunden und wir finanzieren gerade noch diesen Tisch aufgrund meines Sinneswandels mit den schönen Erotik-Clips auf dem DSF. Ne? Also sagt nicht Bebe zu eurem Wurzelchakra. Und leider kann ich den Geschäftsbereich erst voll ganz fallen lassen, wenn ihr hier voll aus der Hüfte kommt. Solange muss ich noch mit einem anderen Teil das Mangelfernsehen stärken. Ist zwar eine perverse Situation, aber halt mal die Wahrheit. Ne? Ja, hallo Orange Table Team. Wir gehören wohl zu den heimlich Zuschauern des Orange Tables. Von Anfang an. Ich habe eigentlich mit spirituellen Dingen nichts am Hut. Das sind mir meistens die Liebsten. Die sind wahrscheinlich am spirituellsten wie die Berufsspirituellen. Ne? Ja. Außer, dass ich gerne Hackhund und das sagt man nichts, Hypnotics höre, aber dennoch feststelle mit eure Sendung, die Themen, die ihr immer wieder bleibe ich am Abend eurer Sendung hängen. Das Konzept ist genial, hört aber noch ausgearbeitet. Ja, natürlich. Erinnere, Kanal Telemedial ist kein volles Programm schon entwickelt, sondern wir sind in einer Embryonalphase und es ist das erste Mal, dass man im Mutterleib dabei sein kann und gucken, wie ein Embryo entsteht. Und das verbindet uns alle miteinander. Auch die, die sich jetzt noch über mich ärgern, werden später eine stabile Säule des telemedialen Kerns sein. Ja. Ihr werdet schon noch verstehen. Letztendlich ist die telemediale Idee des Fernsehens der Fülle nichts anderes wie das, was die ganze Mediengesellschaft jetzt aufgebaut hat, bis aufs Detail, mit Product Placement, mit dem Customer Relation Management, wo ganz genau alles ausgeforscht wird, wie man am besten an das Geld der Kunden rankommt, um noch einen Haken ranzuhängen. Die telemediale Idee ist eigentlich dasselbe, nur umgekrempelt. Es ist wie eine umgekrempelte Socke und macht genauso viel her. Nur wir müssen es nicht mehr erfinden, wir müssen es nur umklappen. Ne? Deswegen Wertschätzung an den Mangel, der aus dem Mangel so hohe, geniale Dinge erfunden hat, die wir jetzt hier mit den telemedialen Freunden in die Fülle transformieren. Ja. Immer wieder bleibe ich abends an eurem Sender hängen. Das Konzept ist einfach genial. Gehört aber noch ausgemacht. Aber ich denke, dass du das noch richtig hinbekommst. Manchmal finde ich es zu arg aufgetragen. Daher werdet ihr wohl auch öfters ins Lächerliche gezogen. Mache ich nicht. Aber manchmal verdrehe ich auch meine Augen, wenn es doch verlaufenden Orange Table verfolge. Nicht aus Schadenfreude, sondern aus purer Neugierde auf eure Themen und dessen Behandlung. Ihr habt mit dem Sender schon eine gewisse Lücke gefüllt. Absolut. Aber Thomas, die Sendung macht es schon etwas zu schaffen. Wir schauen ja schon von Anfang an. Es scheint dich doch etwas körperlich zu belasten. Man merkt es manchmal auch an stressigen Situationen. Du musst ja auch einiges mitmachen. Es sind ja manchmal auch ein paar Verrückte dabei, die sich bei euch einklinken. Vielleicht schaue ich deswegen euch so gerne an. Du bist ziemlich direkt, wirkst daher witzig, aber auch ernst.
Schluss mit dem Blabla, macht weiter so, Phil und Dani. Ja, das war ja mal wirklich ein richtig guter Wurf aus der Mitte des Wirbelsturms. Vielen Dank. Ah, es ist ein Impulsausgleich dazugekommen. Jede Stunde einer. Wer hat es gewagt, meine Meisterzahl 11 zu zerstören? Es sind 12 Impulsausgleiche. Ruf doch mal an und sag mir, was wir hier in unserem Rahmen für euch Lasche auf dem Sofa tun können. Oder dass es sich bewegt, dass hier bei uns die Kasse klingelt, dass der Sack hier von der Deutschen Bank richtig voll wird, dass wir noch aktiveres Programm um den Orange Table und der telemedialen Lebensschule gestalten können. Seid doch mal kreativ. Zu Hause, seid doch mal kreativ. Ja, das war ein toller Geistesblitz von dir. Da vorher. Ja, schon irgendwie, ja. Der war so neu geboren, das musst du noch mal sagen. Ich habe ihn schon wieder vergessen. Ja, ich sage ja, ich habe vorhin der Anruf bekommen, das war in Heilbronn aus der Kneipe direkt. Er hat Großbildleinwand eingeschalten und die fanden das sehr, sehr gut und haben uns beglückwünscht. Also ich muss sagen, meiner kann man stolz sein jetzt, ist man auch, es ist schön. Wir freuen uns, ja. Kriegt das freut einen, und aber die, man muss sagen, dass das jemand tut, einfach in einem Lokal und schaltet einfach ein und sagt, jetzt wird geschaut. Ich finde, das ist was Besonderes. Ne? Das ist was Besonderes, ja. Das sind Schritte, wo sich, finde ich, lohnen. Wenn sich da mehr outen, wäre das eine sehr interessante Sache. Können sich Leute finden, Musik machen. Mhm. Und ob ich weggehe und 5 Euro Eintritt zahle oder 20, ja, oder ob ich da 2, 3 Euro bringe und trommel mit, habe noch ein bisschen Selbsterfahrung dabei. Mhm. Ja. Es ist ja leider verführerisch der Eitelkeiten, ne? Wenn man so viel Lob kriegt, selber vorliest, man liest halt gern Lob vor. Aber mir wird es jetzt auch langweilig. Was machen wir denn jetzt? Haben wir mal wieder eine neue, spontane Idee? Hm? Was machen wir? Hm? Komm. Gast ist König, ihr seid mein Gast. Eingeschenkt habe ich da heute schon eine. Das reicht. So, da ich schon eingeschenkt habe, kannst du jetzt die Zeche machen oder darfst noch was bestellen? Das ist noch ein Hauptmenü. Was können wir tun? Was hast du für eine Idee? Na komm. Wenn du meinst, gehst hierher, dann musst du gucken. Wer trommelt aktiv, sie malt aktiv. Was ist deins? Blockaden lösen? Können wir machen. Aber das wäre zu krass. Das wäre zu krass. Man weiß nicht immer, was rauskommt. Aha. Ich denke, das gehört in den Intimbereich. Ist nicht unbedingt öffentlich. Wichtig ist, dass du jetzt weißt, dass es da noch was gibt, was dich schützt. Richtig. Aha, ich habe es. Aha. Liebe Freunde, liebe spirituellen Freunde, wir haben zwei Grundgruppen, die den Kern der telemedialen Freunde betreffen. A, natürlich die energetisch Starken, die Herrscher in ihrem Umfeld, die im Beruf herrschen, die in der Familie herrschen, die überall herrschen, die alle Kraft, die sie haben, ins Herrschen kanalisieren und wirklich Power habt. Und egal, wo ihr hinkommt, euer Umfeld passt sich euch sofort an. Das macht das Leben
super, komfortabel und bequem. Aber es kommt etwas, ihr spürt euch nicht mehr. Ihr spürt euch nicht mehr. Und am Orange Table ist eine Disziplin. Man muss sein Wesen in sich halten und man kann es nicht breit machen. Also gerade immer, wenn ich die Richtlinien stramm gezogen habe, dann sind hier die Hustkonzerte hochgegangen. Ne? Ja, da hat man die Regel recht vom Tisch gezogen, weil dann der Kollektivwille, die Kraft, die Disziplin zu halten, geht dann ab. Da hat Elena schon mal so angefangen, ne, zu wackeln. Ne? Da hat es mal in Sam Lange schon in der Pilotphase im Sommer direkt, wie wenn ihn einmal im Knick packt, raus auf den Flur gezogen, musste beatmet werden. Ne? Dann auch schon in der Pilotphase am Orange Table zwei Beraterinnen wirklich Hustenanfälle gleichzeitig gekriegt, auch fast passiert hier sehr oft. Ne? Ja. Passiert hier sehr oft. Ja. Also, gerade ihr Starken, wenn ihr euch mal spüren wollt, wenn ihr einen großen Tisch habt, dann kommt mal. Dieser Tisch ist eine spirituelle Workstation. Dann könnt ihr euch mal spüren und erfahren. Sitz mal hier in die Mitte, wenn du 5 Meister links und 5 Meister rechts hast, dann spürst du. Und das ist es. Kanal Telemedial, Orange Table, live hier bei mir am Tisch. Meinst du, du bist schon fertig und du hast schon alles? Oder du meinst, du bist perfekt, du bist der Erleuchtetste? Dann komm zu mir am Tisch, wir gucken nach. Fernsehen macht aus einer Fliege einen Elefanten. Und ich mache aus dem Staubkorn, das noch irgendwo an dir haftet, eine Pizza Calzone, die ich dann aufklappe und dann schauen wir mal nach, was da drin ist. Ne? Das ist Kanal Telemedial, Orange Table, spirituelle Workstation. Hier kommt alles auf den Tisch. Lieber Thomas, ich verfolge deine Sendung erst seit 3 Wochen. Doch sie hat mein Leben jetzt schon grundlegend verändert. Kanal, Pflichtangabe bitte auch ins Laufband. Kanal, Telemedial. Aha, Bewusstseins. Kanal, Telemedial ist bewusstseinserweiternd. Kanal, Telemedial ist gefährlich und bewusstseinserweiternd. Wir übernehmen keine Haftung, wenn sich durch Kanal Telemedial ihr Umfeld verändert. Jedoch, ich freue mich, das braucht nicht mehr schreiben, das sage ich extra zu. Jedoch, ich freue mich für jede Veränderung. Also immer wieder aufpassen, ich sage es immer wieder, kein Scherz. Dieses Programm ist bewusstseinserweiternd und bewusstseinsverändernd. Es kann passieren, dass Sie von einer Sekunde auf die anderen anfangen zu weinen, zu schreien. Es kann alles passieren. Ohne Vorwarnung. Es kommt von einer Sekunde auf die anderen und Sie wissen nicht warum. Deswegen Vorsicht. Es ist gefährlich. Und überhaupt nicht billig. Es ist hochqualitativ. Und dieses Programm kostet, wenn Sie es täglich gucken, 500 € oder 480 € im Monat, wenn Sie die Grundgebühr für ein oder für ein halbes Jahr bezahlen, für die Bereitstellung nur 30 € im Monat. Das muss man sich schon leisten können. Aber gerade für meine Zunft, die Wirte, da werden wir noch ein Konzept machen, wo wir vielleicht sogar von euch einen Punkt vom DIP bekommen oder so, dass ihr ein Telemedial-Euro einführt in der Gastronomie. Mhm. Na? Ja, ihr hier in meinem Heimatdorf in Welzheim, ne? Ihr seid die einzigen
wo es noch in den Kneipen selbstverständlich ist, dass man raucht, weil ab 18 Uhr das Polizeirevier geschlossen ist und der Gehweg hochklappt wird. Ne? Na, wenn die dann wieder nach Schondorf runterfahren, ne? Seid ihr noch sicher da oben. Ne? Also ihr seid die Einzige, die auch rauchend noch in der Kneipe trommeln dürfen. Aber ich würde mich mal freuen, wenn da in meinem Heimatdorf da oben getrommelt wird, denn meine Kneipe in Walgersbach ist leider eine Wohnung geworden. Ja. Habe ich das schon angelesen? Ich glaube, wir haben zu viel gelesen heute. Viel zu mental wieder. Hey, ich singe euch noch ein Lied. Wie spät haben wir denn? Mhm. 2:45. 2:45? Huch. Ja, schon. Ja, dann singen wir noch ein Lied und gehen noch auf die Toilette. Ja. Ja. So schnell. Hey, das war ein schneller Abend. Das war ruckzuck jetzt. Hey, ja, ich nicht gedacht. Ja. Wow. 2:45. Also, Titel Nummer 4, Ehre dem Tod, habe ich gestern auch um die Zeit gesungen. Und danach, bevor wir mit dem Wiederholungsprogramm anfangen, machen wir noch die Meditation von gestern für Sie. So, dann macht euch die Kameras bereit. Ich danke schon mal allen lieben Freunden und für die E-Mails, für die Logos, für die Anregung. Oh, jetzt wird's schnittig. Kanal Telemedial. Das sieht fast aus wie mein altes BTV-Logo. Na, wie fast wie das BTV4U-Logo früher. Das Dreieck ist immer am besten. Dreieck stellt doch im Baulichen die stärkste Form dar. Also, die stabilste Form. Das war sehr stark. Ganz, ganz starker Abend, heute wieder richtungsweisend. Liebe Grüße an Tischgäste, Ariane und Kamerleute, Regie. Ariane und Kameraleute, Regie, Ton, Ronny. Kameraleute, Regie und Ton, ihr seid gelobt worden. Schön. Fortschritte sind sichtbar. Ein Lob zum Trommeln und natürlich kann ich dieser Versuchung nicht widerstehen. Schön groß und deutlich geschrieben. Hallo Thomas, ich konnte mit dem Trommeln und eurer Begeisterung dafür und zu dem Zusammenhang mit der gestrigen Welt nicht, geistigen Welt nicht verstehen. Ich glaube, dass das auch viele Zuseher nicht verstehen. Das dauert eine Weile. Lasst euch Zeit, Leben ist Bewegung, bleibt dabei. Eventuell ist mir heute ein Licht aufgegangen und ich bin dahinter gekommen. Du hast mich mit den Worten Weltfrieden auf einen Gedanken gebracht. Erkläre Folgendes. Deinen Schwarzsehern, wir haben keine Schwarzseher, wir haben nur Heimlichgucker. Deine Heimlichgucker, dann werden sie dich besser verstehen und mitmachen. Man hat mir einmal gesagt, vielleicht muss man das morgen nochmal lesen, zu besserer Uhrzeit. Man hat mir einmal gesagt, wenn man eine Kompanie im Gleichschritt über eine Brücke gehen lässt, würde die Brücke einstürzen, weil die Materie der Brücke in so große Schwingung kommt, die das Material nicht aushält. Kann es sein, dass ihr mit dem Trommeln die geistige Materie in Schwingung versetzen könnt und sich diese Schwingung für den Weltfrieden nutzen lässt? Wenn der geistige Wunsch bei den Trommlern da ist? Ich glaube, dass das so ist. Darum werde ich auch diese Schwingung verstärken. Josef, exakt so ist das. Dafür tun wir das. Im Sommer soll die ganze Welt trommeln für den Weltfrieden, dass man von den Satelliten aus sehen kann, dass sich die Wellen auf dem Meer anpassen. Dass die Wellen auf dem Meer eine Kreisform haben. Wenn alle Kontinente gleichzeitig trommeln und tanzen und singen, in der dritten Dimension werden wir dann das Om.
Oberton singen, mitmachen. Wir werden trommeln, tanzen und singen und werden die ganze Erde in eine neue Schwingung bringen. Hm. Ja, und genau für den Weltfrieden und durch den Weltfrieden ein neues Selbstbewusstsein und ein besseres Umweltbewusstsein. Denn danach müssen wir die Ärmel hochkrempeln und das aufräumen, was wir verpennt haben. Hm. Dazu sind wir alle da. Und damit ich das nicht alleine machen muss, nehme ich euch zur Hilfe. Und jetzt singe ich ein Lied für euch. Es ist so 2, 3 Jahre alt. Es heißt Ehre dem Tod. Und ein Freund, der Familienaufstellung gemacht hat, hat diese Texte mir gegeben, dass ich die in eine Reihenfolge bringe. Ihm hat das Lied nicht gefallen, hat es nicht so angenommen und hat sich was anderes erwartet. Aber nun etwas heilende Worte, heilende Sätze, ein Lied von mir, gespielt von meinem Freund Andreas. Und ich grüße auch ihn zu Ostern. Und anschließend die Meditation, ist euch noch mal gewünscht worden, auch gespielt von Andreas und gesprochen von mir. Ja, ich bedanke mich schon mal bei den Gästen. Hey, haben die dein Bild diesmal eingeblendet, Phase 1? Ich gehe noch mit hin beim Singen. Und ich bedanke mich bei dir, Klaus. Ich mich bei dir. Ja, da du so nah wohnst, kannst du ruhig zum festen Inventar gehören. Ja, ja, und ich danke dir, Hermia. Vielen Dank, dass du da warst und noch da bist. Und mal sehen, wo unser Weg hinführt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, oder? Auf jeden Fall. Denke ich auch. So. So, mach die Musik noch ein bisschen lauter. Vorher war sie mir zu leise im Studio. Fang doch einfach an. Lieber Tod, bitte segne mich. Lieber Tod, bitte segne mich, damit ich noch am Leben bleib. Bitte. Schenk mir Kraft fürs Leben. Lieber Tod, du hast eine ganz besondere Kraft. Davor verneige ich mich und geb dir die Ehre. Lieber Tod, bitte segne mich. Lieber Tod, bitte segne mich, damit ich noch am Leben bleib. Bitte. Ich schau euch an.
ich schau euch an. Ich schau euch an. Ihr habt alle einen Platz in meinem Herzen. Euer Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Und ich mach etwas Besonderes aus meinem Leben. Euch zu ehren, euch zu ehren. Liebe Tod, bitte segne mich. Liebe Tod, bitte segne mich, damit ich noch am Leben bleib. Und jetzt singt alle mit! Bitte segne mich. Bitte segne mich. Und ihr all meine Lieben, die bisher gestorben sind, ich schau euch an. Ich schau euch an. Bitte segne mich. Bitte segne mich. Und ihr all meine Lieben, die bisher gestorben sind, ich schau euch an. 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 Ja, mein Lied zur Ehre dem Tod. Ja, das war wieder mal ein Abend hier auf Kanal Telemedial. Neue Freunde sind eingetroffen, sind da. Ja, und nun? Was geht los? Wie geht's weiter? Ich empfehle Ihnen jetzt einen Flug zur Zeit der Transformation. Lehnen Sie sich jetzt entspannt zurück, schließen Sie die Augen oder empfangen Sie noch die schönen Bilder von unseren tollen Kameraleuten, die Ihnen jetzt noch Impressionen anbieten aus unserem Studio von den wunderschönen Bildern. Und ich denke allen telemedialen Freunden, meiner Lieblingszielgruppe, noch Nichtversteher, Heimlichschauer, ihr seid mir die Wichtigsten. Ihr seid unser Potenzial der Zukunft und telemediale Freunde. Der Kern wird so stark. Das ist wundervoll, wie ihr mich unterstützt und stärkt. Wieder geschafft komme ich an, erfrischt gehe ich nach Hause, so wie der Bergsteiger, der auf dem Gipfel seinen Sieg feiert. Einen schönen guten Abend, gute Nacht. Thank you.
Ja, es ist Donnerstagabend, kurz vor 8. Und heute ist ein ganz besonderer Donnerstagabend. Es ist der Donnerstagabend vor Karfreitag. Donnerstagabend, der 13.04. im Sternzeichen Widder. Donnerstagabend, 13.04.2006. Spontan haben wir uns entschieden, einfach mal unser Osterpäckchen auf diese Art und Weise zu packen und goldene Eier ins Nest zu legen, indem wir unsere Gefühle, unsere Gedanken heute einfach mal aufnehmen und über die Inspiration unsere Freundschaft ein Zeichen, einen Punkt zu setzen und heute Morgen stellte ich fest, als ich in der Natur war, dass die Eiche, die deutsche Eiche, eine Besonderheit hat. Andi sagte mir vor ein paar Tagen, die Karwoche ist besonders geeignet für die Zeiten des Wandels. Ein chinesisches Sprichwort sagt, das alte Blatt muss zuerst fallen, damit das neue entstehen kann. Und die Sterbe- und Werdeprozesse im Winter, wenn wir ganz ruhig in uns gekehrt sind und im Frühling, wenn alles treibt, gibt es eine Ausnahme, die Eiche. Viele Bäume lassen im Herbst die Blätter fallen. Doch an dieser Eiche, wie jedes Jahr, hängen immer noch die Blätter vom Vorjahr. Die Eiche, sie kann so schwer loslassen. Den ganzen Winter über hängen die Blätter noch an ihr. Und vielleicht geht es auch uns so, wenn wir im Herbst die alten Blätter fallen lassen und im Winter die verdorrten Äste ins Feuer werfen, ist es doch in uns auch manchmal so, dass wir noch Angewohnheiten, die wir ablegen wollten, in Aspekten, auch über den Winter, uns noch treu geblieben sind. Und dann sehe ich heute Morgen
wie schon neue Knospen ausschlagen und die alten Blätter, natürlich nicht mehr alle, aber noch alte Blätter an ihr hängen. Und ich dachte, in ein paar Wochen sind so viele neue Blätter da, dass man gar nicht sieht, ob die alten noch da sind oder voll gefallen sind. Und geht es uns nicht auch so? Wir wissen nicht ganz genau, was haben wir losgelassen und was kommt Neues auf uns zu. Zeit des Wandels. Ewig. Oder unendlich. Lebendig zu sterben, um ewig zu leben. Was bedeutet das? Es sind die Aspekte, die Angewohnheiten, die Prinzipien, die inneren Einstellungen, die uns bis dorthin begleitet und getragen haben und uns ein Fundament gegeben haben. Doch irgendwann stellt man fest, dass innere Einstellungen, Werte, Prinzipien oder Funktionen nicht mehr funktionieren. Die sicheren Mechanismen, mit denen man früher Erfolg hatte, mit denen man viel Erfolg hatte, funktionieren nicht mehr. Und nun ist es da. Das Leben stellt dir eine Aufgabe. Die Aufgabe, dir selbst gerecht zu werden und zu erkennen, dass aus einem Kind ein Erwachsener geworden ist und eben Kinder andere Prinzipien und Einstellungen haben und haben sollen. Wie Erwachsene. Um zu erkennen, bin ich Kind oder bin ich Mann oder Frau, ohne das Kind aufzugeben. Andere Zeit, andere Gesetze. Irgendwann ist die Schonzeit vorbei. Und neue Kräfte müssen wirken. Zeit des Wandels, Transformationszeit. Zeit
Zeit der Bewegung, Zeit des Chaoses, Zeit der Eskalationen. Ich glaube, in den Transformationszeiten, in den Wandelzeiten, spürt man am deutlichsten, dass man lebt. Aber es ist schwierig. Oft brechen so viele Welten zusammen, so viele Verletzungen brechen über einen herein. Und es kommt manchmal viel zu schnell. Man sollte sich auf jede einzelne Verletzung ganz genau konzentrieren können. Zeit der Transformation, Zeit der Heilung, Zeit der Aufgabe, aufzugeben, um eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung anzunehmen. Zeit der Veränderung, Zeit der Transformation, Zeit des Sterb- und Werdeprozesses, Zeit, die uns oft grausam vorkommt. Und wir für eine kleine Sanftheit dankbar sind in dieser harten Zeit des Wandels, in der Zeit der Enttäuschungen, in der Zeit der Enttäuschungen. In der Zeit der Enttäuschungen. Müssen wir lernen, die Wahrheit, die daraus folgt, zu verdauen. Emotional, psychisch und körperlich. Deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir sehen, dass Menschen sich gerade in einem Wandel befinden. Glaube ich, egal, was man ihnen sagt. Das Beste aber ist, egal was man ihnen sagt, man muss es ihnen mit Sanftheit sagen. Mit Sanftheit. Und vielleicht sogar mit etwas Freundlichkeit, dass ein bisschen Fröhlichkeit in das verletzte Herz des anderen Menschen kommt. Also, wenn ihr anderen Menschen in schwierigen Phasen helfen wollt, sprecht mit Sanftheit zu ihnen. Das tut ihnen am besten gut. Zeit des Wandels. Zeit der Veränderung, Zeit des Aufstiegs oder des Untergangs, Zeit der Entscheidung, links oder rechts, oben oder unten,
hin und her, wie die Zeiger der Uhr. Der Standuhr, der Zeiger geht nach links oder rechts. Zeit des Abwägens. Zeit zu suchen. Wo gehöre ich hin? Und wo gehe ich hin? Was ist der Weg? Wo geht mein Weg lang? Was ist das Nächste? Ich sehe, das Alte stirbt und geht. Und ich kann das Neue, was kommt, noch nicht sehen. Du stehst vor dem Abgrund und du siehst nicht ein noch aus. Ein tiefer, schwarzer Abgrund und noch kein Licht am Horizont. Du stehst an einer hohen Klippe am Meer, auf einem hohen Berg. Ein Adler, du bist ein Adler. Und du stehst am Horst des Adlerhorstes. Du trampelst auf der Kante des Randes. Deine Flügel hast du schon probiert und sie bewegen sich, sie funktionieren. Und du hast auch schon gemerkt, wenn die Flügel wackeln, sie erheben dich. Aber du bist alleine in diesem Horst. Die Eltern sind weg. Und deine Brüder und Geschwister und Schwestern sind schon losgeflogen. Und du stehst alleine an diesem Adlerhorst. Vor dir der Abgrund. Du schaust nach unten. Und du weißt, es geht nicht zurück. Du hast schon etwas Hunger im Bauch. Der Bauch knurrt. Und du weißt, verhungern oder springen. Und dann kommt die Zeit. Du stehst auf der Kante. Du trampelst mit den Füßen leicht links, rechts. Und dann entscheidest du. Und du fällst nach vorne. Und du fällst. Und wie von ganz alleine automatisch spreizen sich die Flügel. Und du fliegst übers Tal und die neue Dimension beginnt. Und du fliegst. Du fliegst. Und du fliegst. Und die Materie fliegt an dir vorbei. Du fliegst vorbei an Wäldern, an Bächen und du fliegst in hoher Geschwindigkeit. Du spürst, wie der Wind dir um die Nase pfeift. Ja. Und nun weißt du, du kannst fliegen. Und man nennt es Fliegen. Und dein neuer Adler zieht seine Kreise in seinem Revier. Zeit des Wandels, Osterzeit. Vielen Dank, Andi, für deine wundervolle Inspiration und frohe Ostern für deine Familie und dich.